Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespielspaßes und hallo, liebe Landratten. Willkommen zurück zu Port Royal 4 in unserer Beta mit der Lauchfrau und der spanischen Kampagne. So, beim letzten Mal hatten wir hier Leute ausgeladen und ich hatte, glaube ich, genau die zwei weiteren Getreidefarmen in Auftrag gegeben. Ansonsten können wir eigentlich wieder eine Fahrt Richtung Hauptstadt unternehmen. Denn Kohleparole brauchen wir immer. Ah, ja. Krass. Wir könnten ständig da Tabak runterbringen. So, hier. Die Steine haben wir schon ausgeladen. Oh, oh Gott. Kriege ich das Bier hier los? Ja. Kriege ich den Mais hier los? Nicht ganz. Kriege ich das Getreide hier los? Ja, so, dann laden wir mal Holz ein und bringen das Holz in die Hauptstadt, auch wenn das nicht so ertragreich ist wie Tabak oder halt Kakao. Ja, 500 Tonnen Tabak. Auf geht's. Da nutzen wir dann die Gelegenheit, auch wieder Leute zurückzubringen. Hier haben wir wieder einen Auftrag. 65 Tonnen rum. Ja, pff, wir haben keine Schiffe. Ich muss jetzt warten, bis die Konvois da sind. Der Segen des Herrn liegt auf euren Bemühungen um ausreichende Produktion. Der gute Christ aber zeichnet sich durch Mildtätigkeit aus. Verteilt die Waren auf die benachbarten Städte, so wie sie benötigt werden. Ja, das machen wir doch, Kollege. Wir sind mildtätig. Gut, damit haben wir April 71 auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir uns noch um die Bierproduktion kümmern. Okay. Das machen wir gleich. So. Zack. Ich will hier hin. Und jetzt das... Okay, ich dachte, wir kriegen hier ein bisschen mehr Holz los. Dafür kriegen wir den Mais los. Scheiße, jetzt haben wir so viel Holz. Wo kriegen wir denn das Holz los? Wollt ihr Holz? Nein. Ihr produziert selber Holz. Wollt ihr Holz? Oh ja. Finanziell sehen wir eigentlich ganz gut aus. Gut. Tabak. Tabak, Tabak, Tabak. Sehr schön. Und auch du lädst nochmal Leute ein. Und die bringen wir nach Havanna, weil wir natürlich noch die Bierproduktion anleiern wollen. So, ihr wolltet Holz haben. Habe ich gehört. Oh, schon wieder. Schlagen die Leute in meinem Haus die Türen an. Verteilen einfach das Holz hier überall. Hier gibt's. Hier gibt's Fleisch. Lass mich mal kurz gucken, ob wir hier das Fleisch eventuell. Ah, nee, nicht wirklich. Gemüse. Getreide. Eigentlich immer noch die normalen Grundnahrungsmittel. Okay, dann fahren wir weiter. Ich weiß nicht, was mit den Leuten bei mir im Haus falsch ist. Aber sie knallen die Türen, als ob es keinen Morgen mehr gibt. So, bisschen Kakao noch eingeladen. Und wir fahren hier an der Küste nach Norden, um einfach unser Holz loszuwerden. Sehr schön. Wir laden ein bisschen Gemüse ein. Okay. Und fahren damit mal nach Sevilla. Ansonsten ist hier auch schon der Konvoi da mit den Leuten. Das ist gut. Denn jetzt starten wir natürlich auch hier. Die sind sauer. Ach so, lass mich raten. Scheiße. Die müssen erstmal neue Gebäude bauen.
Und wir haben leider keine Rechte in Havanna. Das ist blöd, um Wohnhäuser zu bauen. Das ist natürlich kacke. So, aber wir können die Bierproduktion an... Bierbrauerei, Handwerksbetrieb zur Weiterverarbeitung. Enthält Produktionsboni, Konzession vom Vizekönig notwendig. Okay. Ich brauche eine Brauerei. Danke. Witzig, dass Brauereien wir eine Konzession kaufen müssen, aber für eine Tabakplantage witzigerweise nicht. Na gut. So. Brauerei. Bau sie mal dahin. Braucht ihr dafür irgendwie was? 15 Metallwerkzeuge. Okay. Na, fahr mal hier ein bisschen enger an der Küste lang. Ich will hier keine Stadt verpassen. Ja, sag mal, hier muss doch eine Stadt sein. Da, Tampa. Habt ihr eventuell Metallkram? Nope. Schade. Aber, ah, Sevilla stellt das her. Das ist gut. So, Gemüse. Dann bitte Metallkram. Oh, die bauen davon sogar gar nicht mal so wenig. Bringt das erstmal nach Havanna. So, und hier oben fahren wir weiter an der Küste lang. Das sind noch mehr Städte, definitiv. Oh, sag mal. Also langsam ist gut. Irgendwann haben sie nochmal alle Türen kaputtgeschlagen. Unglaublich. Also ihr kriegt das ja nicht mit. Bei mir vibriert immer die ganze Wohnung. Wie kann man denn... Oh, hier, genau. Oh, das ist... Oh, das hat sich sogar mal gelohnt. Wir nehmen ein bisschen Getreide mit. Ein bisschen Bier. Fahren damit zurück nach Sevilla. Okay, laden das Getreide aus, laden das Bier aus. Jetzt muss man mal kurz gucken, wie die generelle Lage ist. 78%, Arbeitssuchende 203. Okay, das heißt, wir, okay, wir haben schon 4 von den Dingern. Dann lad ein. Alles, was geht. Und ab mit dir wieder nach unten. So, Havanna. Wie sieht es hier die Lage aus? 95% Wohnraumauslastung. Ja, Jungs, ihr müsst mal... wir benötigen noch 340 Arbeiter, um die Verwaltung zu beantragen. Ihr müsst mal hier ein bisschen Gas geben. So, wir bauen mal noch eine Bierproduktion dahin. Und unser anderes Schiff ist hier oben. Pensacola. Okay. New Orleans müssen wir auch noch finden. Ja. Sehr gut. Schiffen wir hier einmal den Golf von Mexiko lang. Dann können wir nämlich auch die Handelsroute erweitern. Mhm. Wie sehen eigentlich die Schiffe aus? Oh, das ist noch okay. Gut, dann... Fahr du mal auch nach Sevilla und lad auch nochmal Tabak ein, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Er ist da und lädt den ganzen Schmarrn wieder aus. So, und wir laden auch wieder Leute ein. Oh, ach scheiße, wir haben noch Leute an Bord. Ach, kacke. Na dann, auf nach Sevilla. Brauchen die in der Hauptstadt eigentlich auch dieses Metallwerkzeug? Sagt mal.
Nee, produzieren sie selber, okay. Gut, dann schicken wir das Schiff auf den Weg. In der Zwischenzeit können wir uns mal um Handelsroute 1... Konvois auf dieser Handelsroute? 0 von 1? Was? Gewinn gesamt. Ja, ach doch, hier, okay. Route bearbeiten. Genau, das hier ist Calvesto. Ja, 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 alles gut. Ich will hier nur... Wo hat er denn mir jetzt in New Orleans hingepackt? Zweimal reinge... Wow. Warte mal, jetzt ist aber irgendwie... Warum? Warum? Ach so, weil hier da der Punkt ist. Den müssen wir mal wegmachen. Geht denn der weg? Hallo? Okay, jetzt redet wieder mein Monitor mit mir. So, der Punkt war hier im Weg. Ansonsten passt das. Okay, dann... Zack, zack, zack. Wir nehmen die einfach alle mit. Gut. Wir sind in... Was ist denn hier? Achso, das ist der Punkt für die Stadt, oder was? Die grünen Dinger? Okay. Calveston, oder wie das auch mal heißt. Was können wir denn da ein... Was produzieren die? Die produzieren Gemüse und Steine. Und die produzieren Seile. Das heißt, die können wir... Wow. Wir können das Gemüse hier verkaufen. Wir können hier Holz und Rum kaufen. Das können wir hier verkaufen. Wir können den Rum hier verkaufen. Die Steine können wir hier verkaufen. Das Gemüse können wir hier verkaufen. New Orleans kaufen wir jetzt Holz und Rum. Holz und Rum. Ansonsten... Oh, Bier. Okay, wir müssen das ein bisschen Schritt für Schritt machen. So, Mais. Verkaufen. Gemüse haben wir ja noch am Start. Okay, ansonsten Steine. Wo kaufen wir den Rum? In New Orleans, okay. Dann können wir auch in Havanna... Ach, haben wir schon auf Rum verkaufen. Okay, dann können wir den Florida hier noch kaufen. So, Rum... Ich guck gerade, wo man eventuell noch Zucker verkaufen könnte. Die produzieren Getreide. Wobei wir in Havanna, glaube ich, genügend Getreide produzieren. Die produzieren noch Hanf und Seile. Okay. Kaufen Seile. Verkaufen. 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 Genau, Zucker. Verkaufen. Verkaufen. Es ist echt, die Liste ist fast schon zu lang, muss man sagen. Und ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob es einfach nur ausreichen würde zu sagen, kauf das. Nach Bedarf entlang der Route. Oder ob man halt immer den Verkaufen-Befehl nochmal explizit geben muss. Das ist mir immer noch nicht klar. Okay, wir haben die Route bearbeitet. Wieso ist eigentlich das auf Pause? Okay, Route. Genau, die ist jetzt bearbeitet. Geht einmal rundherum. Sehr gut.
haben die gerade an Bord eigentlich alles? Oh, hier möglichen Scheiß. Okay. Wo sind unsere Schiffe? Hier ist ein Schiff, das Leute an Bord hat. So. Da müssen wir gleich mal gucken. 78%. Wir müssen denen hier was zu tun geben. Was müssen wir noch machen? Wir müssen noch Bierproduktion anleiern. Das wollten wir ja in Havanna tun. Naja, dann nutzen wir die Gelegenheit und fahren halt nochmal mit ein bisschen Tabak und ein bisschen... Hallo? Hallo? Sevilla 2. Achso, wir sind auf Pause. Entschuldigung. Gut. Er bringt auch gerade noch... Ja. Die Standardwege, die wir gerade abschreiten. Einfach um Geld zu verdienen. Wieder 500 Tonnen von dem Kram nach Süden. Und die Schiffe sind auf dem Weg. Gut, Zeitbeschleunigung. Ja, das eine Schiff ist auf jeden Fall deutlich schneller als das andere. Gut, 500 Tonnen Tabak. Quarzt euch doch die Seele raus. Ab damit nach Havanna. Zwingen wir sie doch mal einfach ihre Stadt auszubauen. Und vielleicht können wir auch die Rechte einfach uns holen. Das wäre auch nicht schlecht. So. Kakao. Tabak. Und noch mehr Leute. Die schicken wir alle nach Havanna, damit wir dort eventuell in die Position kommen, einfach die Stadt zu übernehmen. Die brauchen Holz. Krass. Eine ganze Menge Holz brauchen die sogar. Dann fahr du doch erstmal zu unserer Holzproduktion. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Die Konvois, gerade die automatische Handelsroute, verdient auf jeden Fall sehr gut Geld. Gut, wie sieht's denn generell aus? Okay, hier will ich hin. Wir müssen noch zweimal Bier bauen und wir sind auf einem guten Weg, die 1000 Leute zu verteilen. Na, okay. Das passt ja. Ach, guck mal, ist das unser einer Konvoi? Der ist schon da. Der lädt die Leute aus. Wir laden mal ein bisschen Getreide und ein bisschen Bier ein. Und fahren damit mal großzügig nach Sevilla. Und du, mein Freund, lädst das... Hat sich ja richtig nicht gelohnt. Laden hier noch mehr Leute aus. Oh, das ist wieder weniger geworden. Aber die Auslastung. Wir müssen ihnen natürlich auch einen Job geben. Das heißt, wir bauen jetzt die nächsten Brauereien. Und dafür brauchen wir Steine. Okay. Steine können wir besorgen, die gibt es nämlich hier. So, er ist da mit dem Getreide. Wir sind mal großzügig, generös für unsere Stadt. Wie sieht es hier aus? 79% Wohnraumauslastung, 2000 Leute. Ah, wir müssen eine kleine Kirche bauen, um hier vorwärts zu kommen. Kapelle. Warte mal.
Eine kleine Kirche. Was ist denn die? Das ist die Kapelle. Ach, hier ist die kleine Kirche. Gut, wo bauen wir die hin? So. Sehr schön. Damit kann Sevilla auch weiter wachsen. Und wir laden jetzt wieder... voll. Eure weise Führung spricht sich herum. Die Arbeiter holen ihre Familien nach oder gründen neue. Auf diese Weise lassen die Arbeiter eine Stadt anwachsen. Jo, das sieht gut aus. Wir haben die Aufgaben erfüllt. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist genügend Leute zu transportieren. Die Zufriedenheit der Bürger ist aufgrund der allgemeinen Wohnsituation reduziert. Parkanlagen und Märkte wirken sich positiv auf die Wohngebiete in der Nähe aus. Andererseits fühlen sich Bewohner jedoch durch nahegelegene Anbau- und Abbaugebiete belästigt. Ah, 85%. Wir bauen mal... Was haben wir denn hier? Wir haben eine Parkanlage. Die können wir... Was kostet die denn? Was kostet die? Steht nicht da. Doch, da. 28.000? Nö. What the fuck? Bauen mal noch ein Wohngebiet. 28.000 für einen Park? Habt ihr eine Macke? So, was machen unsere beiden Schiffe? Das eine ist unterwegs. Das andere ist auch unterwegs. Das dauert nur ein bisschen. Wie immer. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch einmal Bier bauen. Ich sehe, habt ihr euch für einen Standort für die Bierproduktion entschieden. Bier ist eine wichtige Ware. Vor allem für die hart arbeitende Bevölkerung kleinerer Städte. Mit eurem wachsenden Ruhm und Gottes Segen, der augenfällig auf euch ruht, ist die heilige Krone geneigt, euch mehr Privilegien einzuräumen. Konzessionen oder besondere Schiffe. Ihr könnt vielleicht sogar die Verwaltung weiterer Städte übernehmen. Um euren und auch meinen Ruhm in Spanien weiter zu mehren, solltet ihr Kolonialwaren in meine Stadt liefern, von wo aus sie mit der Schatzflotte nach Europa verschifft werden können. Mit Gottes Segen werdet ihr solche Waren in eurer Heimatstadt produzieren und dann an meine Stadt verkaufen. Sehr gut. Ihr kommt voran. Ihr solltet wissen, jede Nation schickt monatlich ihre Schatzflotte von Europa zur Stadt des Vizekönigs. Je mehr Kolonialwaren sie dort einsammeln kann, desto mehr neue Arbeitskräfte lädt sie aus. Ah ja. Wir haben es mit dem Tabak übertrieben. Scheiße. Jetzt müssen wir tatsächlich warten. Was haben wir denn jetzt als Aufgabe? Du verfügst in Sevilla über 4 Betriebe zur Produktion von Tabak. Das haben wir schon abgeschlossen. Du verfügst in Sevilla über 4 Betriebe zur Produktion von Baumwolle. Das müssen wir noch machen. Du hast in Maracaibo 500 Kolonialwaren geliefert. Das wollen wir gerade machen. Das müssen wir... Oktober 71 ist jetzt die Baumwollproduktion. Na gut, die blöde Schatzflotte ist scheinbar gerade irgendwie da gewesen. Dann verkaufen wir jetzt mal nur einen Teil des Tabaks. Laden die Leute rein und... Wisst ihr was? Santo Domingo will doch bestimmt auch Tabak haben, oder? Natürlich. Sehr gut. Dann laden wir halt den Tabak dort aus. Das ist mir doch wurz wie Rille. Okay, Havanna. Brauchen wir noch 180 Arbeiter, um die Kontrolle zu übernehmen. Und in Sevilla sind wir bei 86% und die Zufriedenheit ist doch eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, was sie wollen. Nichtsdestotrotz werden wir da jetzt auf jeden Fall auch mehr Arbeiter benötigen. Und wir können ruhig mal noch ein weiteres Wohnhaus bauen. Damit wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Okay. Ansonsten hätte ich jetzt gerne irgendwie, dann bringen wir halt Kakao dahin.
nur... Laden wir mal den Kakao auf den Weg dahin ein. Wir sind bei den Briten angekommen, wo wir unseren Tabak... Alter, Leute, ihr wollt auch keinen Tabak haben? Was ist falsch mit euch? Okay, cool. Dann fahren wir nach Isabella und kaufen dort Kakao ein. Ist doch wurscht. Machen wir erstmal das, was wir machen können. Wie viel Kakao habt ihr? Ihr wollt mir doch verarschen. Dann fahr hier hin. Was ist hier für ein Auftrag? Hanf braucht keine Sau. So, meine Freunde. Kann ich bei euch Kakao kaufen? Ich kaufe jetzt den ganzen Kakaomarkt leer. So. Wo gibt es noch Kakao? Da gibt es Tabak. Hier ist, glaube ich, auch eine Stadt. Komm, such mal nach der Stadt. Hier werden wir jetzt eh gerade den Kakao... Gut, dann neuer Versuch an der Hauptstadt. Und das Schiff hier oben. Guck mal, hier ist noch garantiert eine Stadt. Wo kamen die Schiffe her? Ah. Von dort. Dann fahr da runter. Card Island, auch ein geiler Name. Fahr mal hier lang. Da ist eine Insel. Eine Insel, sage ich schon, eine Stadt. Cooked Island, aber die haben auch nicht das, was ich haben will. So. Er ist da. Können wir denn jetzt unseren Tabak ab... Ach, guck mal. Jetzt nimmt er ihn. Wir sind voll mit Leuten und die sollten ja nach Sevilla. Der andere Konvoi ist hier dabei zu suchen, ob hier noch irgendwo Städte sind. Ja, da gibt es Tabak. Den holen wir uns. Muss sich ja lohnen. Und hier fahren wir mal dahin und gucken, ob dort noch eine Stadt ist. Gibt's da gar nicht. Okay, dann fahr zur Hauptstadt. Wir suchen den anderen Konvoi. Wir laden die Leute aus und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Darüber würde ich mich sehr freuen. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf YouTube und auf Twitch. Das sind Kedü, Kulle, Parsival, Irendal und Xynam und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.